Das ist Otto. Otto ist neu in Würzburg. Noch kennt sich Otto hier nicht aus. Hoppla! Und das ist Karl. Aber eigentlich vollkommen irrelevant. Otto liebt Musik. Jetzt muss er erstmal ankommen. Nun würde er auch gern mal mehr über die Musik in Franken erfahren. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Die muss wohl noch ein bisschen üben. Joa, passt. Oh, Trommeln. Hier gibt's ja wirklich alles. Das klingt doch schon viel besser. Lieber Danke. Nun hat Otto schon viele verschiedene Musiker gesehen. Nanu, was ist denn das? Das sieht doch sehr interessant aus. Check das doch mal aus, Otto. Und weil Otto ja viel Traditionelles erleben soll, geht er ins Wirtshaus. Gaststätten wie diese findet man häufig im Frankenland. Und da Tradition hier großgeschrieben wird, darf der fränkische Wein und der Schifferklavierspieler nicht fehlen. Und da Tradition hier sehr groß geschrieben wird, stimmen alle sofort das Frankenlied an. Hier kann man sich doch richtig wohlfühlen. Und neue Freunde hat Otto auch schon gefunden. Das war doch ein gelungener Start in den Abend. Aber seine Reise endet hier noch nicht. Na Otto, wäre das denn nicht auch was für dich? Aber Otto, nicht zu wild. Das war wohl doch ein wenig zu viel. Das reicht auch erstmal für den Anfang. Na dann wünschen wir dir und Karl erstmal eine gute Nacht.